Märkte in Aufruhr, Markets in Turmoil, so Schlagzeilen aus dem angelsächsischen Bereich. Nun ja, der Nasdaq gestern 5% gefallen und es sind vor allem die Dickfische, die Generäle, die großen Tech-Werte, die gestern unter Druck gekommen sind und damit kehrt sich das um, was jahrelang ja sehr gut war. Für die Indizes und für Menschen, die mit ETFs in diese Indizes investiert hatten, nämlich die Dominanz dieser Tech-Schwergewichte, das hat die Indizes mit nach oben gezogen. Wir sehen seit einigen Monaten bereits, dass unter der Oberfläche aus der zweiten und dritten Reihe die Soldaten massenhaft gestorben sind, in Anführungszeichen. Also diese Werte, die schon 70-80% verloren hatten, die sind komplett unter Wasser, aber es hat die Indizes nicht so stark berührt, weil eben die Generäle, weil die Apples und Co. eben das Ganze oben gehalten hatten, damit die Indizes oben gehalten hatten, damit auch diejenigen über Wasser gehalten hatten und im Gewinn gehalten hatten, die über die ETFs eben diese Indizes gekauft hatten. Aber jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Wir sehen Amazon gestern wieder 7,6% minus, Apple 5,74%, Tesla 8%, Google 5%, Facebook 7%. Und Microsoft immerhin 4,68. Wenn wir hier mal eine größere Perspektive oben in dieser Heatmap sehen, da ist dann doch durchaus einiges passiert. Amazon mit 30%, Apple 11%, Google minus 19%, Microsoft minus 17%. Und daher solche Schlagzeilen wie Markets in Turmoil von CNBC. Da ist also jetzt etwas bei den Amerikanern angekommen. Kein Wunder angesichts der Stände, der Indexstände, die wir hier sehen, der Dow Jones noch mit minus 3,1%, noch der beste Index, der Nasdaq, wie gesagt, mit 5% auf die Mütze bekommen und alle 11 Sektoren im S&P 500 negativ, noch am besten Utilities, Versorger, also defensiver Sektor mit minus 1% und Consumer Discretionary mit einem Move von minus 5,6%, Technology minus 4,8%, also hier sehen wir Risk-Off. Sektoren sind einigermaßen noch aus der Nummer rausgekommen. Risk-On-Sektoren wie Technology und Consumer Discretionary, die hat es richtig erwischt. Interessant ist, wenn wir uns mal angucken, seit Monatsbeginn und seit Jahresbeginn die Performance. Und dann sehen wir hier, dass der einzige Sektor, der wirklich nachhaltig im Plus ist, sowohl in diesem Monat als auch in diesem Jahr, ist Energy. 45% in diesem Jahr plus, plus 7% in diesem Monat. Und dann geht es defensive Sektoren weiter, Utilities, Consumer Staples und ganz hinten dann eben Information Technology, Consumer Discretionary und Consumer Services. Wir sehen aber, dass das große Minus, das diese Sektoren hier haben, jetzt eigentlich in diesem Monat gar nicht so stark ist. Und obwohl wir jetzt einen gestrigen Abverkauf hatten, der sich gewaschen hat, sind wir seit Beginn der Woche eigentlich mehr oder weniger unverändert. Das darf man ja nicht vergessen. Also, es ist da durchaus ziemliche Action und es sind im Grunde drei Faktoren, die gestern den Abverkauf initialisiert hatten, nachdem doch die Euphorie so groß war. Zunächst, dass die Fed offenkundig nicht die Zinsen in Schritten von 0,75% anheben will. Wir hatten hier maßgeblich vor allem der starke Anstieg der US-Arbeitskosten und damit verbunden der massive Rückgang der US-Produktivität. Das heißt für Unternehmen nichts anderes, als dass die Zeiten schwieriger werden, dass die Produktivität sinkt. Wenn die Produktivität sinkt, dann sinken auch Margen und Gewinne perspektivisch. All das deutet dann eben auf schwächere Zahlen auch der Unternehmen hin. Und das hat die Wall Street gestern ein bisschen eingepreist, zumal gestern die Bank of England durchaus auch die Wall Street beeindruckt hat, eben mit der Aussage, ja, wir werden wahrscheinlich in 2023 eine Rezession bekommen. Wir sehen eine Stagflation. Das hat man nicht wörtlich gesagt, das Wort Stagflation, aber es ist klar, was damit gemeint ist. Die Bank of England hat praktisch gesagt, wir stehen vor einer Stagflation oder Schrumpflation oder Slowflation oder Shrinkflation oder wie auch immer. Jedenfalls ist das das Thema, was dann in Kombination die Euphorie schnell wieder aus dem Markt getrieben hat. Und der dritte Faktor war dann etwa Richard Clary, der noch kürzlich Mitglied innerhalb der Fed war, also natürlich noch hervorragend verdrahtet ist. Der sagt also, die Fed muss mindestens die Zinsen auf 3,5% steigen lassen. Da hat dann New Squawk kommentiert, Richie still trying to pump his puts. Also der ist short im Markt und will ein bisschen hier sein Buch reiten, gewissermaßen will die Kurse fallen sehen, aber da ist vielleicht auch durchaus mehr dran. Heute haben wir, glaube ich, 6 Fed-Speaker, die sich äußern werden.
Und da bin ich mal gespannt, wie die Märkte darauf reagieren, wie das angenommen wird jetzt nach dem gestrigen Abverkauf, den wir uns hier mal anschauen. Wilder Ritt, wir sehen erst diese massive Kerze nach oben, sah aus wie eine perfekte Umkehrformation, der man eigentlich hätte noch etwas mehr Luft dazu billigen können. Ich war überrascht, wie schnell das dann gedreht ist und vor allem wie radikal das dann nach unten gedreht ist. Wir sehen dann diese rote Kerze unten im Triple Q. Sehen Sie gigantische Umsätze, das zeigt, dass hier dieses Triple Q ist das maßgebliche Nasdaq ETF. Das zeigt, dass da also vor allem über ETFs da dieser Verkaufsdruck gekommen war. Auch beim Spider sehen wir maßgeblichen Druck, also bei dem SPY, dem maßgeblichen ETF auf den S&P 500. Ja, what a crazy 24 hours. Wirklich Wahnsinn. Erst gehen die Märkte 3% nach oben und gestern knallt es dann teilweise 5% wie beim Nasdaq nach unten. Gestern hatten wir den schlechtesten Tag seit dem Jahr 2020 für den Nasdaq, also das ist schon ein paar Tage her. Und wenn wir uns mal angucken, was hier passiert ist, dass etwa nicht nur jetzt die Aktienmärkte fallen, sondern vor allem auch die Renditen deutlich gestiegen sind. Mithin sind also auch die Anleihekurse gefallen, deswegen die Renditen hier stehen. Und das gab es nur zweimal bisher in der Form, nämlich dass der S&P Future mindestens 3% gefallen ist und die 10-jährige Anleihe, die 10-Year Treasury Futures eben auch mindestens 1% gefallen sind. In der Folge also Renditeanstiege, das gab es zuletzt 2008 und 18. März 2020. Also da ist Corona Crash gewesen. Someone is blowing up and this is forced liquidation. Ja, das sind Zwangsliquidierungen. Da ruft jemand vom Broker an und sagt, we have a margin call for you. Please close your position or refund your account oder bringe ein bisschen Geld auf dein Konto. Und wie stark hier sozusagen die Schäden sind, das sehen wir im sogenannten NYAD, also New York Advanced Decline Linie, Anzahl der Aktien, die steigen, Anzahl der Aktien, die fallen, in Relation. Und das ist jetzt die second lowest reading in history, also zweitniedrigster Wert der Geschichte. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir kurzfristig durchaus die Chance haben, jetzt auch mal wieder einen Rebound zu machen, nach oben zu rebounden, weil wir schlichtweg ziemlich ausgebombt sind. Ich glaube aber, dass wir dennoch nicht das Tief gesehen haben, sondern das Tief erreichen werden beim S&P 500 im Bereich 3.900, 3.960. Jetzt sind wir 4.100 und einige zerquetschte. Wir sehen, dass hier zum Beispiel auch klare Bestätigungen hier vorliegen, dass wir es mit einem Bärenmarkt zu tun haben. Nasdaq Composite, nachdem er mehr als 3% im Plus war, um dann noch praktisch im Minus zu schließen, das sind Dinge, die sehr selten vorkommen, die vor allem in Bullenmärkten nicht vorkommen. Bullenmärkte sind ja normalerweise ganz zufriedene, ruhige Märkte. Ja, wir haben kein Problem, alles schön Suche, alles schön entspannt, geht so langsam nach oben. Paradejahr 2017, einmal plus 0,1%, am nächsten Tag plus 0,2%. Also so eine Art narkotische Aufwärtsentwicklung und davon kann jetzt keine Rede sein. Wir waren vorhin bei den ETFs. Und haben gesagt, okay, das war natürlich ein Treiber, diese Schwergewichte, die Apples etc., die natürlich dann diese ETFs weniger empfindlich gemacht haben für den Abverkauf vieler Aktien aus der zweiten, dritten und vierten Reihe. Jetzt hat meine zweitbeste Freundin Cathy Wood gesagt, ja, also diese Passive Funds, also diese ETFs meint sie damit, die haben ja dafür gesorgt, dass viele Investoren etwa die Rallye bei Tesla, die sich ja ver-400-facht haben, versäumt haben. Und da kam das dann viel zu spät, dass dann erst Tesla eben im Dezember 2020 in den S&P 500 aufgenommen wurde. Elon Musk hat dann gleich eifrig beigepflichtet, ja, sehe ich auch so. Allerdings ist es ja so, dass diese ETFs eben auch Anleger geschützt haben, die zum Beispiel nicht in die Werte investiert haben, in die Cathie Wood investiert haben, also nicht in diese Einzelwerte, die ja teilweise 70%, 80%, 90% verloren haben. Also die gute Cathie und ihr ETF, das sie ja selber auflegte mit dem Innovation, ARK Innovation, gestern zwischenzeitlich 9,5%, drittgrößter Fall seiner Geschichte, in der Summe dann fast bei 9% geschlossen. Also man kann diese ETFs natürlich kontrovers diskutieren, es ist ein vergleichsweise günstiges Instrument, es ist auf jeden Fall
breit gestreuter, wenn ich einen Index nehme, als wenn ich eben Einzelaktien nehme. Die Erfahrung zeigt, es ist sehr schwierig, sozusagen Stockpicking zu betreiben. Das zeigt am besten Cathie Wood mit ihrer miserablen, hundsmiserablen Performance. Indizes waren da meistens die bessere Wahl, aber nur dann, wenn die Dickfische, die Schwergewichte innerhalb dieser Indizes nicht abschmieren. Und jetzt ist eine gefährliche Zeit, weil die beginnen vielleicht jetzt auch ins Rutschen zu kommen. Also auch die Generäle sind jetzt angeschossen, nachdem die Soldaten bereits erschossen sind. Jetzt haben wir hier übrigens das viertschlechteste, den viertschlechtesten Jahresauftakt in the history of the S&P und den schlechtesten Jahresauftakt der Geschichte der Bondmärkte, also des US-Anleihemarktes. Und wir sehen ja massive Bewegungen nach oben bei den Anleiherenditen. Die letzten drei Male, als die 30-jährige US-Staatsanleihe so gesprungen ist, nach oben gesprungen ist, hatte die Fed interveniert. Aber now können sie nicht, weil die Inflation ist too high. Deswegen wird da noch wohl ein bisschen Panik an den Markt kommen. Und wie Michael Hartnett wunderbar sagt, Markets stop panicking when central bankers start panicking. Also wenn die Zentralbanker in Panik kommen, dann ist die Panik bei den Märkten vorbei. Wichtiger Satz, denn jetzt sind noch die Märkte so ein bisschen in Panik oder so im Ansatz in Panik. Und die Notenbanken müssen erst beeindruckt sein von der Panik der Märkte, bevor sie in irgendeiner Form wirklich dann rumzucken. Heute wird auch wichtig in Sachen Notenbanken, die US-Arbeitsmarktdaten 14.30 erwartet, so um und bei 380.000, 390.000 Stellen. Wichtig dann wieder die Average Hour Earnings, also was da verdient wird, praktisch 5,5% jetzt erwartet an Steigerung. Da ist Überraschungspotenzial auf der Oberseite. Bin mal gespannt, wie die Märkte auf diese Daten reagieren. Und hier sehen wir nochmal, eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Daten nicht so gut ausfallen. Wir haben zum Beispiel in den Einkaufsmanager-Indizes immer die Komponente Beschäftigung sehr, sehr schwach gesehen. Wir sehen, dass die Erstanträge auf Arbeitslosigkeit gestern doch deutlich nach oben gegangen sind. Aber dennoch, eine schlechte Zahl wäre vielleicht gut für die Aktienmärkte. Und so wäre es möglich, dass der Nasdaq hier zunächst mal einen Doppelboden verteidigen kann, den er gestern ja gebildet hat. Wenn es da nicht deutlich drunter geht, sondern jetzt etwas langsam nach oben kommt, dann können wir durchaus eine Erholungsrallye sehen, etwa weil die Arbeitsmarktdaten so schwach sind, dass die Märkte sich sagen, naja, in so einer Situation, ob die Fed wirklich dann so doll auf die Bremse treten kann. Übergeordnet ist es aber so, dass die Notenbanken eben auf die Bremse treten. Das sehen wir hier beim Kreditimpuls und normalerweise gibt es einen Gleichlauf zwischen Kreditimpuls und eben der Stimmung der Investoren, der Investitionsbereitschaft der Investoren. Nochmal drei Hinweise, meine Damen und Herren. Gestern ja das Interview mit Jörg Krämer, dem Chefvolkswirt der Commerzbank, nicht der EZB, wie ich gestern offenkundig auch wieder falsch gesagt habe, werde ich Ihnen als Link nochmal verlinken. Wenn Sie am Wochenende Zeit haben, wenn Sie heute Zeit haben, es gestern nicht gesehen haben, möchte ich es Ihnen dringend ans Herz legen. Ebenso wie diese beiden Artikel, Tage 2 Forderungen auf Rekordniveau, Grund zur Sorge. Das betrifft all diese Zusammenhänge auch mit der EZB und was da auch für Deutschland auf dem Spiel steht. Und der DAX macht eine Rolle rückwärts. Wie geht es weiter? Da mal so ein Ausblick auf das, was ansteht, was zu erwarten ist, charttechnisch, wie die wichtigen Marken sind. Also zwei Artikel, die ich Ihnen anempfehle. Plus nochmal die Erinnerung, sich das Interview mit der Jörg Krämer anzuschauen. All das unter dem Video verlinkt. Jetzt sage ich Servus und Ciao. 14.30 wird wichtig. Schauen Sie da mal rein bei Finanzmarktwelt. Die US-Arbeitsmarktdaten. Also Servus.